Hallo miteinander, wir machen heute wieder so eine ultra wichtige Technik. Alle meine Techniken sind ja ultra wichtig, das habt ihr schon gemerkt. Und zwar, das ist Bending und Vibrato. Wir haben jetzt Bending-Vibrato-Techniken extra auseinandergenommen und jetzt fügen wir die zusammen. Also diese Wendung, die kommt wirklich sehr häufig, indem man Bending macht, eine längere Note hat und da will man noch was machen. Also die Note, da muss einfach was passieren. Also die Note kann man nicht einfach so stehen lassen. Deswegen fügt man noch ein Vibrato für viel mehr Ausdruck, viel mehr Emotionen. Und ich zeige dir, wie das richtig geht. So, nehmen wir mal den Ton G. Das ist die zweite Saite, achte Bund. Und diesen Ton ziehen wir um einen Ganzton. Also Saiten ziehen, ist ja klar. Ich habe auch ein Video darüber gedreht. Ihr könnt das nochmal nachgucken. So, was wir aber brauchen, wir brauchen am Ende ein Vibrato und das ist wirklich auch ziemlich schwierige Technik. Ja, okay, was machen wir da? Wir ziehen erstmal die Saite, treffen die Tonhöhe und dann schütten wir die Saite. Es sieht einfach aus, ist aber nicht so einfach. Ja, ich erkläre das nochmal. Also wir ziehen die Saite. Wir warten ganz kurz. Und dann ziehen wir die wieder nach unten und wieder nach oben. Und so machen wir mehrmals. Das kann man erstmal extra üben. In diesem Tempo. Also wirklich in einem langsamen Tempo. Das heißt, die Saite einfach ziehen, loslassen. Und dann wieder ziehen und so mehrmals. Und genau so erreichen wir, kommen wir zu dieser Bewegung. Also die Bewegung kommt auch aus dem Handgelenk, genau wie beim Saitenziehen. Nur in diesem Fall ist sie ein bisschen schneller. Aber mein Handgelenk bewegt sich, also der kann sich auch ziemlich schnell bewegen. Manche denken, Vibrato ist so eine kleine Bewegung, die muss unbedingt von Fingern kommen. Und das stimmt nicht. Also alle Leute, die Vibrato mit den Fingern machen, gut, kann man auch machen. Aber die Technik mit dem Handgelenk funktioniert viel besser für mich. Schaut mal Zach Wild an, was er für ein super geiles, zerstörendes Vibrato hat. Okay, nochmal. Also, wir spielen irgendwie ein Solo, dann ziehen wir einen Ton, halten ihn ganz kurz und dann vibrieren wir. Das funktioniert natürlich bei den längeren Tönen, wenn wir einen Ton für ein oder zwei Takte haben, also einen Ton, der ein oder zwei Takte lang dauert. Falls wir einfach nur einen kurzen Ton spielen, also der gezogen wird, also der gezogen wird, müssen wir ihn nicht unbedingt vibrieren lassen. Also man kann vielleicht ein paar Mal schütteln, aber wenn da keine Zeit ist, lassen wir das lieber einfach so, weil sonst wird der Bending ziemlich unsauber. Weil es gibt zum Beispiel viele Solo-Transkriptionen, wo man fast bei jeder Note irgendwie oder bei jedem Bending Vibrato hat. Und wenn man das Solo genau anhört, dann machen die Musiker das nicht, weil die einfach keine Zeit haben, um diese Schwingung zu bringen. Deswegen empfehle ich bei schnelleren Noten entweder einfach nur ein paar Mal ziehen oder einfach ein sauberes Bending machen und damit zufrieden sein. So ein Vibrato, was ich jetzt zeige, das funktioniert nur bei den Tönen, die ein bisschen länger sind. Ja, nur so machen wir das. Also okay, als Wiederholung nochmal, wir ziehen den Ton und dann bewegen wir das hin und her. Und nochmal ein sehr wichtiger Punkt, wir gehen nicht, also wir ziehen nicht mehr als diesen Ganzton-Bending. Das ist eigentlich sowas wie, das ist unser Vibrato. Also wir ziehen nicht noch höher, also wir ziehen keinen 1,5 Ton-Bending. Kann man machen, aber das brauchen wir nicht, weil wir brauchen genau Vibrato auf diese Note.
die wir erreichen sollen, brauchen wir einen Vibrato. Also wir gehen nicht höher. Wir gehen nur nach unten. Also dieses Vibrato bei dem Bending funktioniert nur, wenn wir nach unten gehen und dann wieder nach oben. Genau. Erstmal üben wir diese Bewegung und dann machen wir die schnelle. Und so kriegt ihr das hin. Macht das erstmal wirklich langsam. Okay, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Viel Spaß. Schreibt mal die Kommentare und natürlich abonnieren nicht vergessen.